Wir haben es endlich, wir haben endlich das Sylph Scope, ja, aus dem Team Rocket versteckt, das ja in der Spielhalle war. Ja, hat etwas gebraucht, bis wir da drauf gekommen sind, aber jetzt sind wir durch, haben Giovanni besiegt und wir haben jetzt das Sylph Scope. So, ich könnte natürlich hier auch durch Prismania City laufen. Ich muss wieder nachschauen, ob das wirklich Prismania City ist. Oder Safronia. Ich verwechsle die. Ah, das ist doch. Nee, das ist nicht der Tunnelpfad. So. Bu-bu-bu-du-du. Zur Route 10, Pokémon-Turm, da wollen wir hin. Ah, und der Safronia City wollen wir hindurchlaufen. Wir können ja schon nach Safronia City rein. Wir haben den Wachen das Getränk gebracht und jetzt sind sie ja uns gut gesinnt und wir können da einfach reinlatschen. Aber das letzte Mal, als wir drinnen waren, war das voll von Team Rocket Mitgliedern. Und ja, ich schätze mal, man musste halt das in der Spielhalle vorher machen. Vielleicht jetzt auch das im Pokémon-Turm. Aber das finden wir gleich mal raus. Wir haben auf alle Fälle das Sylph Scope. Und jetzt laufen wir gleich mal zurück nach Lavandia. Und ja, schauen mal, was im Pokémon-Turm so vor sich geht. Da sollten jetzt ja keine Geister mehr erscheinen. Denn das letzte Mal, als wir drinnen waren, waren ja nur Geister. Und jo, das werden wir jetzt mal ändern. Wir haben da auch schon gegen Gary gekämpft, aber ich weiß nicht mehr so recht, was sonst noch alles im Pokémon-Turm passiert. So, Clutexo, oh, ich sollte mal auch meine Pokémon heilen. Clutexo ist ja schon auf Level 27. Wir haben jetzt auch einen Shillock, aber leider nur auf Level 16. Das bringt uns momentan nicht so viel, würde ich jetzt mal sagen, aber wird hoffentlich auch noch stärker werden. So, PPS hier Geschichte. Was hat die Göre noch? Noch ein PP. Ja komm, machen wir weiter mit Clutexo. Das muss ja eh trainiert werden. Ja, mit Heuler kannst du mir nicht so viel anhaben. Oh, ich habe keine EP mehr für diese AP. Sorry, für diese Attacke. Deswegen geht es jetzt mit Kratzer weiter. Aber das geht mir irgendwie ein bisschen zu langsam. Komm, wir wechseln zu Nidoqueen. Einmal Doppelkick und das Ding sollte Geschichte sein. Yes. Ist ja auch ein Normal-Pokémon. Deswegen ist das auch eine sehr effektive Attacke. Ja doch, ich war gemeint zu Pipi. So, und da sind wir auch wieder zurück in Lavandia, was in diesem schönen Violett hier strahlt. Ich gehe schnell mal ins Pokémon Center und heile meine Pokémon, damit wir auch, falls irgendwas passieren sollte, im Pokémon-Turm, dass wir auch dann hier wieder zurückkommen. Da ist er. Rein mit uns. Erzählen die uns jetzt irgendwas anderes? Weil vorher hat irgendwie jeder gesagt, ja, du brauchst einen Sylph Scope, um die alle zu sehen. Bliblablub. Da haben wir gegen Gary gekämpft. Und jetzt gehen wir noch weiter hoch. Sind ja gegen Geister-Pokémon hier eigentlich mit unserem Pokémon-Team gut gewappnet. Wir gehen einfach mal ganz nach oben. Aber kämpfen wir jetzt erstmal. So, und jetzt erscheint kein Geist, sondern es erscheint ein Nebulak. Auf Level 23 könnte man sich auch fangen, so ein Nebulak zu haben, wäre auf alle Fälle cool. Leider kann ich das ja dann nicht zu Gengar entwickeln, weil dafür müsste man das ja tauschen. Noch ein Volltreffer. Ja, sieht das eigentlich ziemlich gut aus. Komm, ich will wenigstens einen Nebulak haben. Nice, first try und da ist es drinnen. Ja, ich find's blöd, dass man leider keine Erfahrungspunkte bekommt, wenn man ein Pokémon fängt. Das ist ja bei den neueren Generationen anders. Da bekommt man einfach immer Erfahrungspunkte. So. Ich will ja auch mal kämpfen. Mal schauen, was die so für Pokémon haben. Ich verfluche dich. Buh. Okay.
Exorzistin möchte kämpfen. Auch Nebula Level 23. Und gleich mal direkt verbrannt. Also die Animation für Nachtnebel ist schon ziemlich, ja, trippy. Zuerst all diese Farben und dann macht das Bild auch noch den hier. Oh yes, Volltreffer. Was? Bitte nicht selbst verletzen. Yes. So, nochmal Nebulak. Ich glaube, das hält unser Clutexo hier nicht durch. Wir wechseln mal zu Pikachu. Pikachu braucht ja auch noch ein paar Level. Ist ja auch nur auf Level 29. Ich habe mich viel zu sehr, ja, in Nidoqueen hier reingesteigert, dass das, ja, stärker wird. Nice. Und somit erreicht Pikachu auch Level 30. Sehr cool. So, die haben wir besiegt. Ich glaube, ich wechsle jetzt meinen Pikachu mit dem Clutexo aus. Oder, nee, ich probiere es mit Clutexo weiter. Ich bräuchte hier nur einen Trank. Nice. So, kann ich das Item hier nehmen? Elixier. Das andere Item lassen wir jetzt erstmal. Wir gehen weiter nach oben. Ja, also der Weg dadurch ist ja schon auf der einfacheren Seite, sagen wir mal so. Da ist manch so ein Arena-Rätsel schwieriger. Oder auch der Felstunnel. Der war schon... Ja. Paralysiert und verwirrt. Miese Kombi, muss ich sagen. Sehr miese Kombi. Oh. Nein. Das gibt's doch nicht. Nein. Crazy, wie stark dieses Nebulak ist. Aber Nidoqueen sollte normalerweise das Ganze, ja, mit einem Donnerblitz hier regeln. Yes, Level 39, sehr cool. Und das war nur ein wildes Nebulak. Clutexo ist wieder fit. So, was ist das hier in der Mitte? Diese Vierecke. Hier geht es noch weiter rauf. Kann ich auch hier wohin? Nö. Es gibt, glaube ich, hier aber auch ein paar Apollos, die Entwicklung von Nebulak. So, ich kann ja auch flüchten. Ich muss ja die nicht bekämpfen. Ja. Sind halt auch in jeder Ecke hier. Ich muss, glaube ich, unten rum. Du hast einen geschützten Bereich betreten. Ashs Pokémon wurden geheilt. Passiert das immer, wenn ich hier raufgehe? Ah, okay. Man kann ja also seine Pokémon heilen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Boah, da sind so viele Trainerinnen. Oh, noch ein Nugget. Die kann ich auch mal alle verkaufen. Habe ich ja schon jetzt, glaube ich, 2. Die sind ziemlich viel wert.
Los, Glutexo! Aber passiert dann im nächsten Stockwerk was Wichtiges, wenn man hier einfach so eine Heilung for free bekommt? Und ich gebe vorher noch meinem Glutexo Beleber und Supertränke. Naja, egal. Nebula Level 21. Da können wir jetzt mal Clue einsetzen. Da flüchte ich jetzt nicht. Okay, ich dachte, das ist leichteres Spiel. Wie nervig sind Nebulax? Wie? Ist nicht mehr verwirrt, na gut. So, ciao Nebulax. Kann ich unten auch rum? Alter! 26, okay, die werden stärker. Huhu. Ja, hi. So, ich glaube, ich wechsle gleich mal mein Pokémon. Pikachu ist dann doch... Donnerblitz war dann schon um einige stärker hier als nur Glut. Keine normalen Attacken einsetzen, die haben keine Wirkung gegen Geist-Pokémon, wissen wir ja alle. Ja, Donnerblitz, nein, ich kann nicht. So eine nervige Attacke. Ja, klar. Ja, das hat jetzt aber keine Wirkung. So. Schade, dass man da nicht drinnen bleibt. Man könnte ja gleich zwei Pokémon das Ganze geben, aber haben sie sich gedacht, so, nö, man muss das alles extra machen. Aber ja, gut zum Trainieren hier. Nur die sind schon alles nicht sehr stark, aber für ihr Level schon ganz gut drauf. Oh, Nachtnebel. Das ist die nervigste Attacke hier. Ich kann natürlich auch Attacken-Animationen ausschalten, aber dann würde uns dieser schöne Augen, dieses schöne Effektgeballer hier. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Könnten wir das gar nicht genießen. Yes, Level 28. Muss ich da runter? Weil da war jetzt keine Treppe mehr. Ja, ich glaube, ich muss da runter, oder? Schauen wir mal. So, habe ich irgendein Item? Der Lift öffnen und so hätten wir ja schon längst. Elixier. Ash findet Sonnenbonbon. Nice. Geil, da sagt man auch nicht nein dazu.
könnte ich natürlich jetzt vielleicht gleich wieder mal einen geben. Dann würde das keinen Platz verbrauchen. Aber wir haben jetzt schon 3 Sonderbonbons gefunden. Könnte mein Nidoqueen noch mehr OP machen, als es sowieso schon ist. Ja, man musste das sogar nehmen, weil hier ist die Treppe. Verschwinde, das Eindringlinge. Okay, Geist taucht auf. Das Sylphscope hat den Geist identifiziert. Oh, es ist ein wildes Knagger. Level 30? Aber... es ist, glaube ich, Boden. Das ist nicht normal. Kann ich das eigentlich fangen? Kann ich das wilde Knagger fangen? Ich glaube schon, oder? Was hält mich davon ab? Ich habe zwar nur noch 3 Pokebälle, aber wir können sie ja probieren. Oh. Ja, die Kopfnuss hat gesessen. Ja komm, es ist schon sehr geschwächt. Ich möchte jetzt nichts mehr von Nidoqueen hier einsetzen, weil da würde... Oh, weicht den Bällen aus. Okay, dieses Pokémon lässt sich nicht fangen. Ja dann. Mies. Dann würde ich sagen, kurz mal Doppelkick. Und ciao. Der Geist war die rastlose Seele von Dragossos Mutter. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Okay. Dann haben wir wohl was Gutes getan. So, was gibt's hier ganz oben? Oh, und hier kommen auch die Apollos. Level 24. Nein, nicht Doppelkick, ich Idiot. Ich dachte, das ist Donnerblitz. Ist paralysiert. Habe ich einen Paraheiler? Ich glaube, den habe ich mal gekauft. Nein. Verwirrt und paralysiert. Schon wieder selbst verletzt. Okay. Bleib stehen! Der alte Knacker wollte sich beschweren. Da mussten wir ihm die Leviten lesen. Und jetzt mach dich vom Acker! Oder du bekommst eine Menge Ärger. Okay, da wartet wohl Team Rocket auf uns. Aber ja, Leute, ich möchte an dieser Stelle das Video beenden. Mal schauen, ob wir diesen Kampf überhaupt gewinnen können. Weil Plutexo ist weg und mein Nidoqueen gibt's nicht. Also ist paralysiert. Ich hoffe, ich habe einen Paraheiler. Ansonsten kann ich es ja wieder beleben mit Superdrang. Nö, ich glaube, den Kampf schaffen wir. Aber schaltet das nächste Mal unbedingt wieder ein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, Daumen nach oben. Und falls du neu bist, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut und haut rein. Ciao.